Baby Dragon, meiner, alles neu im Update, das jetzt gerade erschienen ist. Wie findet ihr es? Ich find's absolut, wie sagt ein YouTuber, geilomatico. Diese geilen, grünen, dicken, aufgeplusterten, dicke rote Zunge rausstreckenden Biester finde ich abartig geil. Ehrlich jetzt, ich finde die abartig geil. Ne? Die gucken einen so richtig frech an. Das ist was anderes als so müde, sonstige Drachen, die da rumfliegen und so ein bisschen Feuer spucken und was auch immer. Und ein bisschen doof sind eigentlich auch. Diese kleinen Biester sind munter, hochintelligent, wissen genau, was sie tun und greifen brutal an, wie wir jetzt im folgenden Video auch sehen. Wenn die alleine sind, werden sie violett, verändern ihre Farbe, kommt der Kumpel dazu, bleiben sie grün. Also hier auch, der ist alleine. Ah, ich bin sauer, ich muss meinen Kumpel. Ah, jetzt kommt der Kumpel an, ist auch noch violett. Und wenn die sich gleich zusammentun, werden die alle zusammen grün und haben wahrscheinlich auch bessere Kraft. Ich weiß es nicht. Oder wenn sie sauer sind, vielleicht sind sie noch stärker. Keine Ahnung, müssen wir alles selber rausbekommen? Und ich gehe davon aus, dass die meisten, die relativ schnell, ich sag mal, natürlich auch die Kasernen dann updaten können oder maximieren können, diese kleinen Monster haben und damit angreifen und es viele, viele Videos gibt auf YouTube, wo zu sehen ist, wie man am besten damit angreift. Ne? So, das ist also ein Angriff auf eine wahnsinnsgeile Defense in Verbindung mit einem, mit mehreren Helden hinten, ihr könnt das sehen. Okay, wie das dann ausgeht, werdet ihr in anderen Videos sehen. Hier haben wir den Miner, den Tunnelgräber, den Bauarbeiter, der sich unter Tage fortbewegt. Dicke Arme, dickes Lachen, dicken Bauch. Was noch dick? Keine Ahnung. Dicke Schippe. So, ein Video habe ich hier reingestellt, das in der Hälfte der Zeit läuft. Das heißt also einfach fast in Zeitlupe. Man kann hier sehen, wie der seinen Graben baut und dann auftaucht, platsch mit seiner Schippe, seiner Schaufel, wenn einer eine Schippe weiß, was es ist, mit seiner Schaufel diese Hütte zerdeppert. Zeige dieses Video im Anschluss auch noch in normaler Geschwindigkeit und werde danach natürlich auch noch Folgendes machen, dass ich auf diese kleinen Änderungen, die das Update noch mitgebracht hat, eingehe. Nicht in alle Sachen, weil das ist Blödsinn, also man kann sich auch doll reden, sondern nur in Kleinigkeiten. So, es sieht geil aus, der unterwandert also im Endeffekt die Mauern, taucht dann unsichtbar auf. Wie man hier sieht, das ist die normale Geschwindigkeit, wie das passiert. Rups, geht er runter und baff, taucht auf, haut mit seiner Schaufel volle Kanne drauf, hier auch wieder darüber. Das geht also ratzfatz, wie ihr seht. Das ist die normale Geschwindigkeit, wie er angreift. Und ich wünsche euch, wenn ihr den dann habt, mit diesem kleinen, dicken Bauarbeiter richtig viel Spaß. Ne?